Ich habe dich und Cliff wieder zusammengeführt. Ich wollte, dass du etwas verstehst. Du warst nicht allein und du bist nicht allein. Verstehst du es nicht, Sam? Du musst leben. Ich muss leben, ja. So, dem Klang folgen. Ja, ich bin da. Ich sehe sie nicht, Mensch. Ich sehe sie einfach nicht. Ich... Will der mich verarschen oder was? Die wollen mich doch hier verarschen. Jetzt ist die Stimme wieder weg. Ich sollte der Stimme folgen. Das habe ich gemacht. Jetzt ist die Stimme wieder weg. Das ist da. Der will mich doch hier verarschen. Echt. Moment. Da steht irgendjemand. Das hat... Da ist jemand. Jetzt habe ich es gesehen. Ach, gibt's noch mehr Story-Input jetzt? Die hat ja ein halbes Buch erzählt. Gib nicht auf. Niemals, mein Lieber. Du bist noch verbunden. Und wenn man schon dachte, das Spiel ist dann mal zu Ende, nein, es ist immer noch nicht zu Ende. Das endet einfach nicht. Das Spiel, das endet nicht. Dann hol ihn da endlich raus. Moment, ich kann ja wiederkehren jetzt, ne? Unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Na, noch geht nichts hier. Da, wiederkehren. So. Letzte Strandung verhindert. Tatsache, das Spiel geht noch weiter. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Wir kriegen noch unsere aller letzte 5-millionste Bewertung jetzt hier. Das ist geil. Das Spiel war immer noch nicht zu Ende. Unfassbar. Und wir kriegen noch eine Trophäe. Der Wahnsinn.
Und ich habe gedacht, ja, cooles Ende. Ja, das ist echt ein cooles Ende gewesen. Es war noch gar nicht zu Ende. Das ist der Wahnsinn. Weil das hat sich ja hingezogen und hingezogen. Ich meine, die Story ist ja mega. Aber es ist immer so häppchenweise, wurde das dann von Amelie ja erzählt, was hier dann so sich alles abgespielt hat und wie das alles zusammenhängt. Super interessant, kann man nicht anders sagen. Unfassbar. Viel zu lange waren wir einander völlig fremd. Getrennt durch Mauern, gebaut für unsere Sicherheit. Aber jetzt, da das chirale Netzwerk fertig ist, können wir endlich in die Zukunft blicken, als geeintes Volk. Heute feiern wir gemeinsam die Geburt einer neuen Nation. Eine neue Nation für eine neue Welt. Die United Cities of America. Einst schwor ich einen Eid, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu wahren und zu schützen. Und auch wenn diese stolze Republik nicht mehr existiert, sind wir noch da. Und so schwöre ich, als euer Präsident, euch, das Volk, zu unterstützen und zu schützen. Möge es keine Mauern mehr zwischen uns geben und keine Masken, hinter denen wir uns verstecken. Schaffen wir ein neues Amerika. Ein Amerika, in dem wir einander begegnen können. In dem wir unsere Meinung sagen und unsere Herzen öffnen können. Alte Gewohnheiten legt man schwer ab. Aber ich glaube, liebe Landsleute, wir haben die Kraft und den Mut, die Vergangenheit abzulegen und uns der Zukunft zu stellen. Der gestrandete Tod gehört zu dieser Vergangenheit. Ein bleibender Schatten. Eine ständige Erinnerung an das, was hätte passieren können. Dass wir heute hier stehen, zeugt nicht von der Größe eines Einzelnen, sondern von unserer Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Von den Banden zwischen uns. Von unserer gemeinsamen Größe. Alles muss einmal ein Ende finden. Das gilt auch für uns. Doch solange wir jeden Augenblick ehren, uns der Gedanke an die Zukunft mit Freude erfüllt und wir hoffen, anstatt zu verzweifeln, werden wir es schaffen. Präsidentin Bridget Strand und ihre Tochter Samantha America Strand haben alles geopfert für ihre Suche nach Hoffnung, damit wir das Volk wieder eins werden können. Dass Sie heute nicht hier sind, um die Früchte Ihrer Arbeit zu sehen, erfüllt uns alle mit tiefer Trauer. Aber wir finden Trost in der Gewissheit, dass Sie im chiralen Netzwerk weiterleben und in unseren Herzen. Wir bleiben Ihnen ewig verbunden. Es gibt noch einen Helden in dieser Geschichte. Einen, dessen Leistungen man leicht übersehen könnte. Amerika braucht diesen Helden weiterhin. Diese Person, ohne die wir nicht hier wären. Der Name spielt keine Rolle. Ihr wisst, wen ich meine. Und für diesen unbesungenen Helden habe ich eine Nachricht. Du hast uns wieder zusammengeführt. Du hast uns wieder vereinigt. Und auch wenn du und ich irgendwann sterben, wird unser Vermächtnis... Wohin des Wegs, Sam? Hat der unbesungene Held genug? Nein, aber das war's für mich. Sieh's fort. Komm schon, warte. Ich muss dir etwas sagen. Das stört dich nicht mehr? Das ist toll. Also, interessiert dich nicht, wie wir dich vom Strand zurückgeholt haben? Wir wollten die Puppe benutzen, hatten aber keine zur Hand. Und da fiel mir etwas anderes ein.
Ist das das, was ich denke? Ja, was könnte mehr mit Amelies Strand verbunden sein als Präsidentin Strands Nabelschnur? Hm. Hartmann dachte, deshalb hätte sie sie mir überhaupt gegeben. Aber leider... funktionierte es nicht. Ja, sie hatte ihren Strand bereits abgeschnitten. Er war einfach weg. Wir wussten nicht, ob sie dich ins große Jenseits geschleift hatte oder an einen anderen Strand. Wir haben uns wirklich den Kopf zerbrochen. Hartmann und Mama teilten sich auf und suchten jeden Strand ab, an dem du hättest angespült werden können. Wir suchten einen Monat lang und fanden absolut gar nichts. Einen Monat draußen. Und wie lange da drin? Glaub mir, das willst du nicht wirklich wissen. Aber keine Angst. Es gibt keine Anzeichen für beschleunigtes Altern. Letztlich hat uns der hier zu dir geführt. Und als wir gerade aufgeben wollten, erinnerte uns Die Hartmann an den Revolver. Also folgten wir ihm und er führte uns zu einer entlegenen Ecke deines Strandes. Und Volltreffer, da warst du. Mama hat dich als Erste entdeckt. Sie konnte dich von ihrem Aussichtspunkt auf der anderen Seite sehen. Sie informierte Lochner über ihre Verbindung und Hartmann bestätigte deinen Aufenthaltsort während seiner nächsten Expedition. Grob gesagt hatten wir den Plan, dass Fragile Lou und mich zu dir bringen sollte, damit wir dich retten können. Aber es ist nicht so leicht, mehrere Individuen für längere Zeit zum Strand einer anderen Person zu transportieren. Und da kam die Nabelschnur ins Spiel. Die haben wir aus Präsidentin Strands DNA gewoben. Sie dienen als ein Knoten, der uns alle verbindet. Die Präsidentin muss all das vorausgeahnt haben. Ironisch, oder? Die Waffe, die dieses ganze Chaos ausgelöst hat, ist am Ende der Schlüssel zu deiner Rettung. Hm. Amelie, sie sagte, sie hatte einen anderen Zweck. Weniger Waffe als Rettungsleine. Eine zum Seil gewordene Knarre. Ich schätze, so könnte man es sagen. Oh, Sam. Du hast keine Ahnung, wie lange ich dich schon umarmen wollte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ein Kussi geben. Es geht um Cliff. Der Name von Bibis Mutter war Lisa Bridges. Cliffs Lebensgefährtin. Lisa Bridges? Ah. Also, Cliff wurde von einem Mann getötet, der in den Unterlagen immer nur John genannt wird. Ein ehemaliger Kommandosoldat. Und wohl ein ausgesprochen guter. Später wurde er Berater der Präsidentin, die ihn vor allem die Drecksarbeit erledigen ließ. Den Aufzeichnungen zufolge verschwand er nach Cliffs Tod. Es wurde Haftbefehl erlassen, aber man fand ihn später tot auf. Doch einige Leute sterben wohl schwerer als andere. Der liebe John tauchte mit Maske und neuer Identität wieder auf. Aber das chirale Netzwerk täuscht man nicht. Wir haben die Daten wiederhergestellt und Mama hat sie in den Archiven versteckt. Du bist der Einzige außer uns mit Zugriffsrechten. Du kannst sie dir ja mal ansehen. Aber ich muss dich warnen. Der Präsident hat jede Menge Dreck am Stecken. Ich traue ihm nicht, aber ich arbeite mit ihm, wenn nötig. Wir reden später. Sam. Ich erwarte nicht, dass du mir vergibst. Aber würdest du mich anhören? Ich habe Captain Clifford Unger getötet. Ich würde sagen, ich habe es für Amerika getan. Aus Vaterlandsliebe. Aber das stimmt nicht. Ich tat es für sie. Weil ich sie geliebt habe. Von ganzem Herzen. Sie war einfach alles für mich. Wirklich alles.
Ich suche hier nicht nach irgendwelchen Entschuldigungen. Aber du sollst wissen, dass nicht ein Tag vergeht, an dem ich nicht daran denke. Die Zeit half nicht. Auch nicht die Maske. Bitte, lass mich ausreden. Er. Der Captain rettete mein Leben. Weißt du, warum man mich Die Hardman nennt? Weil er mich nicht sterben ließ. Er brachte meinen erbärmlichen Arsch nach Hause. Jedes Mal. Und ich liebte ihn. So sehr, wie ich sie liebte. Und als er mich anstarrte, dieser Geist, da wusste ich es. Er wollte mich töten, um abzurechnen. Er hatte jedes Recht dazu. Warum tat er es nicht? Er konnte sein Kleines nicht retten, sein Baby. Und das brachte ihn zurück. Ich schätzte, als er sah, dass ich versuchte, meine Schuldigkeit zu tun für Amerika, wusste er wieder, wer er war. Und er vergab mir. Gott. Aber ich verdiene es nicht, verdammt. Was ich getan habe, kann man nicht wieder gut machen. Verdammt. Oh Gott. Oh. Aber vielleicht kommt das hier dem am nächsten. Vielleicht brachte er mich aus einem Grund vom Strand zurück. Ein letztes Mal. Er wollte, dass ich das tue. Dass ich weiterhin Die Hardman bleibe. Nein, wollte er nicht. Niemand will einen Präsidenten, der so tut, als sei er unsterblich. Wenn du keine Angst vor dem Tod hast, wie kannst du das Leben schätzen? Und das Leben ist gerade sehr zerbrechlich. Und ja, alte Gewohnheiten legt man schwer ab. Aber wir müssen sie ablegen, wenn wir gemeinsam ein besseres Amerika schaffen wollen. Eine Pistole hilft dir hier nicht. Ihre Worte, nicht meine. Danke, Sam. Hey, Sam. Ich habe auf dich gewartet. Hallo? Das Ärmste hat nie wirklich gelebt. Zumindest nicht in dieser Welt. Der Ausmusterungsbefehl ist da.
Es könnte nekrotisieren. Der Körper kann nicht hier bleiben. Ich dachte, vielleicht willst du das übernehmen. Du könntest Lu mal aus der Kapsel nehmen und sehen, was passiert. Aber das wäre ein direkter Verstoß gegen eine Präsidentenverordnung. Scheiß auf die Präsidentenverordnung. Und da wir nun eine richtige Nation sind, gibt es dafür auch Gesetze. Ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen. Aber den Präsidenten kann ich nicht hintergehen. Das kann ich einfach nicht. Ich nicht. Aber wir vielleicht. Okay. Ich gehe zum Verbrennungsofen. Bevor du gehst, würde ich gerne kurz etwas überprüfen. Ich habe gerade deine Handschellen deaktiviert. In diesem Zustand könntest du sie problemlos abnehmen. Würdest du das tun, wüssten die OCA weder, wo du wärst, noch wie sie dich finden. Du wärst unsichtbar. Benutzt du den Verbrennungsofen, wirst du automatisch wieder ans Netzwerk angeschlossen. Das vergisst du hoffentlich nicht. Klar, natürlich. Das Wetter. Ich glaube, du brauchst keinen Regenschirm. Fragile hat einen neuen Anzug. Cool. Ich trete nun doch in die Fußstapfen meines Vaters. Keine Sorge. Dieses Mal lasse ich mich nicht mit Terroristen ein. Die OCA stehen hinter mir. Wir sind der erste staatlich anerkannte private Lieferdienst. Klingt, als ob es für dich aufwärts geht. Mein Glückwunsch. Danke. Warte, ich muss dir noch etwas sagen. Ich habe Hicks nicht erschossen. Ich konnte es einfach nicht. Also durfte er wählen. Tod oder ewige Einsamkeit am Strand. Verständlich. Du hast nie gerne Dinge kaputt gemacht. Genau. Ich finde kaputte Dinge und verbinde sie neu. Ich bin fragile. Aber ich will nicht so fragil. Hm. Willst du für mich arbeiten? Ein wie dich könnte ich gebrauchen. Die Welt ist immer noch kaputt. Genauso wie zuvor. Alles ist kaputt. Aber wir sind noch hier. Wir schlagen uns weiter durch. Nicht alle. Ich nicht. Komm schon. Du hast Amerika wieder vereint, nicht wahr? Heißt nicht, dass hier ein Platz für mich ist. Ich bin an nichts und niemanden gebunden. Ich könnte auch tot sein. So fühlte ich mich damals in der Höhle, als wir uns begegnet sind. Und so ist das noch heute. Tu nicht so, als wärst du noch derselbe. Du hast das Berühren gelernt, das Fühlen. Du hast Bindungen aufgebaut. Zu uns. Alles, was ich berühre, verliere ich.
Sam! Das Spiel ist tatsächlich nach dem Abspann, nach der Story, immer noch nicht zu Ende. Das gibt es nicht. Das ist unfassbar. Unfassbar. BBC. Oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht so weit weg. Ach, ich habe gar keine... Das scheint wohl in der Nähe zu sein. Ich habe nämlich keine Karte, ich habe hier gar nichts mehr. Aber wenn, dann machen wir es auch vernünftig hier. Wir spielen hier komplett alles. Wir haben alles gesehen. Wir wollen alles wissen. Wenn, dann spielen wir das auch komplett durch. Verbrennung. Bringe zum Verbrennungsofen. Aber wo ist der? Kann ich hier was benutzen? Müsste hier ja irgendwo in der Nähe sein. Also hier scheint es tatsächlich mehrere Enden zu geben, weil also ich habe hier auf YouTube also mindestens zwei andere Enden gesehen. Chef, nun zeig mir doch mal, wo hier der Verbrennungsofen ist. Ich hab doch... Ich hab keinen Kompass, Mann. Ich kann doch nicht... Stattdessen kriegst du hier Musik wieder untermalt. Ich habe keine Karte mehr hier. Ich weiß nicht, wo der verflixte Verbrennungsofen hier ist. Aber der muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Er hat keine Ausrüstung, er hat nichts. Kristallen ist momentan nicht möglich. Ah, ich weiß nicht, wo der Ofen ist. Hallo, lass mir doch meine Karte wenigstens da, Mensch. Ah. Hauptsache, ihr könnt eure Musik hier abspielen.
Ich gucke jetzt mal einfach den Berg hoch. Ich habe keine Ahnung, wo der scheiß Verbrennungsofen hier ist. Er war hier auf jeden Fall irgendwo in der Nähe. Hier noch irgendwas? Schau mal, Monster Energy. So, jetzt ist gut mit der Musik. Hallo! Da hinten, da, ich glaube, das könnte der sein, ne? Ich glaube, da hinten, das könnte der sein. Könnte sein, dass der das ist, da hinten. Oh, mein Gott, jetzt ist langsam gut mit der wehleidigen Musik hier. Kriege hier noch Ärger mit YouTube. Die Musik ist ja schön, aber man kann sie ja leider nicht ausstellen. Das könnte da sein, da, ne? Ich habe keine Ahnung, Mensch. Ich bin nicht ohne Karte. Jetzt hat man hier gar nichts mehr. Woher soll ich denn bitte wissen, wo dieser bekloppte Verbrennungsofen ist? Aber ich schätze mal, dass der das könnte das sein. Mein, das hätte doch jetzt auch nicht sein müssen, dass Bibi nun noch stirbt. Mein Gott, jetzt hätten sie das doch auch so lassen können. Was soll das jetzt noch, dass Bibi gestorben ist? Geh mal noch, das könnte der sein, der Verbrennungsofen. Da ich ja keine Karte mehr kriege, kann ich auch nicht sehen, wo die Sachen hier sind. Ja, okay. Wir sind richtig. Wir sind richtig. Er hat auf jeden Fall gut Ausdauer. Muss man ihm jetzt. Ja. Ich wusste, dass hier irgendwo einer war, noch im Hinterkopf, aber ich wusste jetzt nicht wo. Und wenn man dann keine Karte hat, wie soll man die Sachen hier finden? Das sieht ja alles gleich aus. Aber wir haben ihn. So. Der letzte Weg. Das haben sie uns jetzt, glaube ich, schon 20 Mal gesagt, dass es die letzte Aufgabe ist. Und dann kam trotzdem nochmal was. Okay. Da wären wir. Bist du noch bei mir, Lu? Hat nie wirklich gelebt. Zumindest ich würde den ja aufmachen. Ich würde den aufmachen. Danke für alles. Dieses Kind ist besonders. Einzigartig. Ein Bibi-Kandidat. Entweder das oder... ein Opfer. Ein Fundament. Eine Brücke. Sieh mal, ein Astronaut. Die Menschheit kommt überall hin. Sogar ins Weltall. Schon bald bist du da raus. Und wenn alles vorbei ist, bringe ich dich an jeden Ort, an den du willst. Kann ich helfen? Du Scheiße. John. Bist du das? Captain. Was tust du denn hier? Meine Frau liegt hier. Letztes Jahr soll sich nicht wiederholen. Der leere Sturz. In Manhattan.
Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass du ihr Mann bist. So war das nicht vereinbart. Ihr sagtet, ihr würdet alles tun, was in eurer Macht steht, um Bibi zu retten. Das tun wir. Aber wir können deinen Sohn noch nicht entlassen. Glaub mir, wenn ich sage, dass es so am besten ist. Sagt eine Frau mit einer Maske, die mich nur angelogen hat. Ich habe die Pflicht, unser Land zu beschützen. Lügen sind eine bedauerliche Notwendigkeit. Die Präsidentin hat mir Zugriffsrechte der höchsten Stufe gewährt. Deshalb konnte ich das Sicherheitssystem manipulieren. Wir haben 5 Minuten, ehe es neu startet. 5 Minuten, um zu reden. Vertraulich. Schnapp dir Bibi und verschwinde von hier. Ich kann absolut nichts für deine Frau tun. Es tut mir leid. Du warst mein befehlshabender Offizier, aber ich habe der Präsidentin einen Eid geschworen, sie und das Land um jeden Preis zu beschützen. Deshalb muss ich allen ihren Befehlen Folge leisten. Ich muss. Doch ich habe erst unter dir gedient. Und deine Familie verdient das nicht. Nichts davon. Wieso hilfst du mir, wenn die dich erwischen? Weil du mir das Leben gerettet hast, Mann. Immer wieder. Als die Führung uns in die Hölle geschickt hat, warst du derjenige, der uns nach Hause gebracht hat. Damals hielt ich mich für unbesiegbar. Ich dachte, ich wäre eine Art Actionheld. Aber ich bin nicht der Held. Du bist es. Nur deinetwegen bin ich noch am Leben. Und es ist höchste Zeit, die Schuld zu begleichen. Sie verlegen deinen Sohn morgen in eine neue Einrichtung. Du wirst ihn nie wiedersehen. Er wird das Fundament eines neuen Kommunikationsnetzes. Ein Opfer für eine Nation, die nicht mehr existiert. Ich habe dir alles Wichtige aufgeschrieben. Es durfte nicht im System auftauchen. Lies es und verbrenn es. Alles andere liegt bei dir. Ich glaube, die gehört dir. Von hier aus kann ich die Lebenserhaltung deiner Frau nicht abschalten. Das System verhindert das. Also ist das die einzige Option. Beim Eintritt des Todes geht ein Alarm los. Ich spiele dem System falsche Lebenszeichen zu. Aber du hast nicht viel Zeit. 5 Minuten höchstens.
Zögere auf keinen Fall. Du hast nur diese eine Chance. Was macht er jetzt? Ach, er versucht das abzuschwächen, das. Eieiei. Es tut mir leid, Lisa. Keine Sorge. Ich passe auf ihn auf. Ich verspreche es dir. Versprochen. Meine Anomalisa. Baby. Baby. Baby, hörst du mich? Hörst du mich? Hier ist Papa. Wow. Was für eine Story. Ja, muss ich ja. Oh Mann, ich will das Baby nicht. Ja, muss ich ja. Ich habe deine Handschellen deaktiviert. Jetzt würde dich nichts daran hindern, sie abzunehmen. Die UCR würden nicht wissen, wo du bist oder wie sie dich finden. Du wärst unsichtbar. Benutzt du den Verbrennungsofen, wirst du automatisch wieder ans Netzwerk angeschlossen. Du könntest Lou aus der Kapsel nehmen, um zu sehen, was passiert. Aber das wäre ein direkter Verstoß gegen eine Präsidentenverfügung. Mir wurscht. Komm, gib mir die Option. Nein, er setzt es rauf, okay. Och Mann. Bibi. Nimmt er den noch wieder runter? Nee. Na, überleg das doch, sag ich doch. Er nimmt ihn doch runter.
Er lässt nur die Handschellen drauf. Genauso. Der Kapsel nicht erfüllen kann. Genauso hätte ich es auch gemacht. Totalausfalls liegt bei 70%, wenn man die Kapsel 70. entfernt. 70. Das sind immer noch 30% Chance. Finde Cliff und betritt die BB-Kapsel, die er trägt. So, meine Lieben, wir machen an dieser Stelle beim Ende des Endes, finalen Ende, machen wir eine weitere Pause und sehen uns in der nächsten finalen Folge wieder. Haut rein, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao.